Aber vielleicht aus dem Mangobaum weniger als aus dem normalen. Nein, weil bei normal kriegst du Kokosnüsse dann zum Beispiel. Ich habe bis jetzt immer was bekommen fast. Ah, okay. Auf das habe ich ehrlich gesagt nicht Der heißt geachtet. übrigens tot, falls ihr helfen wollt. Falls nicht, Bin ist auch gerade kein Problem. am Sortieren der Kisten. Okay, nein, ist ja egal. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass die jetzt da Wo was Angst. helfen? Einfach unter Wasser abbauen, aber musst du nicht. Du kannst auch oben deine Sache machen. Ich wollte nur sagen, das ist jetzt angstfrei. Aber du kannst helfen, gell, Norbert, gell? Es ist nicht so, Aber ich dass du brauche nicht. musst, aber du kannst, gell? Nur. Wenn nicht, gibt's halt nichts zum Essen. Na, Spaß. Oder anders mal. Kannst du aussuchen, Norbert. Genau, Okay. ja. Ja, die Dann geht nehme das ich aufs lieber das Maul Essen wahrscheinlich. ins Maul. Achso, ich dachte, du nimmst aufs Maul. Also, ich muss sagen, wenn man den Hai mal behindert, dann ist der Hai leicht. Was hat er gesagt? Ich habe gerade den Hai gekillt, oder? Ist das jetzt schon maximal, was ein Baum werden kann? Wenn Wenn du du das säst? Abbauzeichen hast, Aber vorher kann man dann den eh ist. nicht abbauen. Nein. Sicher? Ja. Was ist das? Was soll ich denn? Ah, Kupfer. Okay, ich bin schon wieder auf Ball. Ich komme mal auf die Insel. Aufs Floß, meine ich. Ich hau die Baupläne weg von den Empfängern von der Antenne. Ja, stimmt, brauchen wir ihn immer dann. Inventarplatz. Ich sehe eine Rieseninsel genau schräg wie so wie. Das wir die bis jetzt noch nie gesehen haben. Können wir dann bis jetzt als nächstes ansteuern dann. Ich weiß halt nicht, ob wir da jetzt noch hinkommen, weil da sind wir eigentlich vorbeigefahren. Oh, ich verdurste, ich verdurste. Die Sachen hast du aufs Floß gelegt, Alex, geh statt ins Wasser. Oben. Da hinten liegen Sachen aufs Floß. Also müssen alle lang irgendwann einmal alles auch anbauen, auch Kokosnuss und so weiter. Ja, sicher muss man irgendwann alles Wo ich jetzt anbauen. aber ein Problem habe, oder? Ich krieg's gefühlsmäßig urwenig Samen raus. Ich krieg die Samen in deine, neben deine Essenskiste. Und Kokosnuss habe ich auch gefunden. Das lege ich auch da jetzt rein. Sehr schön. Geht sich sogar wirklich hin. Sollen wir mal ganz hinkommen? Ist auf jeden Fall ein Vogel. Ist der Norbert schon da los? Oh, der sollte sich schon wegfahren. Bin noch nicht da. Du bist wirklich weg von Alex? Sicher. Alter. Man weiß, wie man sich fühlt, aber es ist ja nicht weit. Der heißt tot übrigens, Norbert. Also, er kommt jetzt irgendwann wieder, aber derweil geht's, soll's gehen eigentlich. Deswegen bin ich ja weggefahren, weil ich es gewusst habe. Na, Vielleicht na, noch na. sie. Sagt er, ich musste viel weiter schwimmen, ja? Hier. Ich habe jetzt übrigens einen Fall Bogen gebaut für den Vogel. Stark. Wir müssen dann was probieren, wenn wir den einmal getötet haben. Ja. Ich kenne da einen Trick von früher. Kannst du das noch ein bisschen nach innen steuern, glaubst? Jetzt könnte man die Bäume abbauen dann zum Bin Beispiel. gerade dabei. Ich werde dann den Vogel versuchen, töten zu gehen. Ich habe ja Gott sei Dank ein paar Eisensachen. So, bitte, ich brauche keinen Mango, ich brauche Kokoschips.
So, aber jetzt kannst du anbauen, was du willst. Dann. Okay. Okay, ich brauche noch eine Axt. Axt, dass ich nicht rauskomme. Axt ist da drinnen noch. Ihr könnt euch jetzt dann noch fürs erste craften, was ihr wollt. Wenn genug Ressourcen da sind. Irgendwie komme ich nicht zu der Insel, gell? Nicht näher als das zumindest. Ich weiß auch nicht, wo ich das alles hinlegen soll. Aber ich bin lost. Ich versuch's das halt in die ganzen kleinen Kisten da zu legen, okay. Was denn? Na, die Samen und das alles. Ja. Ich habe jetzt halt meine Sachen da in die rechte Kiste dabei angegeben. Die ich so mit hatte, die ich so regelmäßig brauche. Nein, hier kommen wir nicht mehr. Ja, dann Ankerlicht und drüber schwimmen. Na leiwand, irgendwer hat nicht nachgefüllt oder das Wasser. Da will man einmal saufen. Achso, da nicht. Muss ich Wasser nachfüllen? Was das hab ich nicht gewusst. Musst du sogar mehrmals nachfüllen. Na gut, ich geh mal auf die Insel. Ja, genau, ich muss aber warten mit dem Wasser. Vielleicht dreht sich ja der Wind. Schau mal. So. Hast du die Bäume schon gesetzt? Heißt aber Palworld schaut urcool aus, muss ich sagen. Ich weiß, für mich ist nichts. Heißt übrigens schon wieder da. Ist das dieser Pokémon-Verschnitt, oder? Ja. Aber es ist kein Pokémon, es ist ein Survival-Spiel. Da ist schon wieder da, was? Ja. Okay. Ja, ist eh nicht, aber einfach ihn immer wieder schlagen. Bleibend. Was du machst den Vogel, dann gehe ich aber in die andere Richtung. Aber er ist schwer zu treffen, muss ich echt sagen. Also der Bogen ist gar nicht so leicht. Er setzt sich aber in sein Nest immer. Da ist er am einfachsten zu treffen. So, ich hab den Vogel mal getroffen. Hast du Hi gesagt? Hast du schon die bessere Axt, die Metallaxt? Ja. Ich habe jetzt dann alles in Metall. Könnt ihr euch auch machen. Das sind so viele Bäume. Aber der Vogel will sich jetzt hier nicht absetzen. Schau, er setzt sich woanders hin, er setzt sich nicht immer in sein Nest. Ähnlich, aber ich meine nur, wenn er sich hinsetzt, ist er am leichtesten zu treffen, wenn er zum Beispiel in sein Nest. Aber er setzt sich urweit weg. Dich ins Knie. Also ich kriege nicht erwischt mit dem Speer gerade. Und die Saw killt mich gerade. Der Herr oder was? Die Saw. Achso, die Saw. Okay, jetzt ist der Vogel weg. Das sind so viele Bäume. Das ist noch eine Saison, aber vor der habe ich jetzt Angst. Ich komme dir gleich helfen. Ich würde gerne den Vogel töten, aber der ist urhartnäckig. Jetzt setzt er sich da ganz oben hin, da kriege ich ihn auch wieder nicht getroffen. Halt eine Rieseninsel, die ist wirklich groß, also wenn wir da auch rundum und umlooten. Ja, ich würde halt gerne einen Vogel machen, aber da müssten wir halt alle drei hier sein. Ich komme gleich. Das ist kein Platz mehr. Ja, es kommt mir nicht helfen, oder? Nehme ich an. Ich renne gerade um die Insel. Bin gleich hoffentlich bei dir. Ich bin halt direkt beim Floß. Ja, und ich renne in die andere Richtung, weil mich die zwei Wildschweine verfolgen. Deswegen renne ich nicht nur dorthin zurück, sondern renne jetzt rundherum.
Beim Floß bist du? Ja, ich bin gleich am Anfang. Da. Inga ist da. Ich bin da, ja. Okay. Er setzt sich einmal da ganz ans andere Ende rüber und er setzt sich... Ja, und er hat... Autsch, er hat mich wieder getroffen. Er setzt sich einmal ans andere Ende und einmal hier. Wenn du aufs andere Ende gehst, dann könntest du ihn vielleicht mit dem Stein... Was ich meine? Er setzt sich einmal auf der einen Seite hin und einmal auf der anderen Seite. Jetzt kommt er... Okay, Mama setzt sich auch noch um. Ja, es ist unnervig. Der Vogel ist echt nervig. Zweimal habe ich ihn erwischt mit Pfeile. Er holt sich erst den Stein und jetzt wirft er gleich, gell? Genau. Okay, drittes Mal getroffen. Stark. Ich weiß halt nicht, wie viel er braucht, wie viel er schluckt. Das weiß ich auch nicht. Ich gehe trotzdem mal darüber. Bleib du da, vielleicht setzt er sich dann bei dir runter. Ja. Vogeljagd ist eine geile Jagd. Ja, dann Stein, Achtung. Ja, geht auf dich. Ich glaube mal, das setzt sich da nicht hin, wenn man da steht. Vorher hat er sich kurz neben mich gesetzt. Ah, jetzt schon? Jetzt setzt er sich durch. Aber er setzt sich irgendwo ganz anders hin. Ich habe ihn einmal mit dem Speer erwischt. Was? Vielleicht noch? Nein, jetzt hat er den. Okay, ich gehe auf die andere Seite rüber. Dort aber er setzt sich irgendwo dann hin. Nein, er setzt sich dort immer auf die gleichen Stellen. Nein, er hat sich jetzt mitten auf die Wiese gesetzt bei mir. Ja, ich weiß. Da hat er sich jetzt die ganze Zeit hin. Achso, ich dachte, du hast es am Stein gesagt, da oben. Nein, nein. Boah, da sind ja so viele Punkte da. Also ich habe ihn das vierte Mal getroffen. Ich habe ihn einmal anavoliert. Ich weiß ja nicht, wie viel der aushält. Er kommt wieder zu euch runter, glaube ich. Nein, okay, jetzt hat er sich da hingesetzt. Das geht sich nicht aus, was ich denn habe. Ja, bei mir auch nicht. Ah, ganz knapp nicht. Dafür hat er mich. Fünftes Mal getroffen. Ich weiß halt nicht, wie viel. Ich habe halt nur noch 4 Pfeile, oder das wird's. Hast du ihn getroffen? Ja. Ich habe ihn getroffen mit einem Eisenspeer, aber. Das ist mühsam. Das sage ich ehrlich. Mhm. Welche Pfeile okay, hast du? Ich Eisenpfeile und den Bogen halt. Sehe ich schon die starken Pfeile? Ah, er stark, ist tot. Ja, jetzt ist er tot. Was stark. Für ein Trick? Ja, gut, dann müssen wir das nächste Mal. Der gibt auch einen Kopf. Wenn du den Kopf setzt, hat er dich nicht mehr angegriffen. Ja, hat er dich nicht mehr angegriffen. Aber warum können wir den jetzt nicht? Hä, warum können wir den nicht looten? Warte, ich kann. Okay, dann mach du das. Vielleicht gibt er einen Kopf. Normal gibt alles einen Kopf. Hat er den Kopf gegeben, Norbert? Schau mal. Oh, du bist so ein Schatz. Dicke bitte erste. Ja. Danke. So, jetzt können wir die Insel entspannen erkunden. Ja, da sind Bäume, Bruder. Du kannst halt nicht alle fällen. Den zum Beispiel nicht. Also die ganz dicken kannst du nicht fällen. Ja, aber das sind dann noch, wenn du weiterläufst, noch Bäume. Das heißt, jetzt da kann ich theoretisch die Insel erkunden, ohne dass mich der Dings angreift. Sollte, ja. Wenn es noch geht, ja. Ich garantiere für nichts. Aber das hoffe ich, weil das ist ja... Das wäre sonst gut dumm. Das war gute Arbeit, Burschen. Das haben wir gut gemacht. Wildschwein. Sollen wir Wildschwein auch töten? Ich würde alles töten, oder? Ich würde alles fleischend. Ich bin bei Wildschwein. Was ist los? Ich habe keine Nahrung mit. Ja, du, wir haben eh Zeit. Naja, mir blinkt schon. Ja, du kannst da zurückgehen und dann wiederkommen, meine ich. Na, das ist einfach Lost. Weißt du, wenn man schon hungernd auf die Insel geht, was? Na, ich kann nicht hungern. Das hat jetzt zum Blinken angefangen. Nee, aber dann hast du schon vor Hunger gehabt. Bisschen. Weil wenn es zum Blinken anfängt, ist ja schon Grenze. Zuerst das Wildschwein ist tot. Ich hab aber. Das eine habe ich schon jetzt getötet. Ich habe hier was damit im erweiterten Inventar. Was ist das erweiterte Inventar, bitte? Also nicht unten auf der Leiste, sondern wirklich im Inventar. Bist du schon oben, Alex? Ich bin fast oben, ja. Okay. Unser Floß! Treibt das weg? Ja.
Nein, es treibt nicht ab. Schaut aber irgendwie weit weg aus. Nein, es schaut nur so aus, aber es ist genauso nah. Boah. Aber der Hai ist bei uns am Fluss, der hat sicher schon was weggefressen. Das ist halt das Gefährliche, wenn wir auf so großen Inseln gehen. Oder wie weit geht's denn da rauf? Weil anscheinend. Da ist er, der Heinzi. Na, ich such diese, ich versuch dieses Ding da zu killen. Also, sehen Sie doch was? Ich hab nichts gesehen. Ah! Also, wenn unser. Warte, ich krieg das nicht. Wenn unser Flusstift nicht. Wenn unser Flusstift und wird. Das sind deine Viecher, oder das kannst du? Ja, aber es rennt nur schnell. Wo ist es? Es rennt bis darauf und jetzt rennst du wieder zurück. Hab ich's einmal getroffen? Dann setzt da runter, jetzt kommst du wieder zurück. Achso, es läuft immer gleich. Läuft eigentlich immer hin und her. Jetzt ist unten. Jetzt ist wieder ab. Ja. Jetzt geht's dann ganz unten. Aber das kommt, nein, es kommt dann wieder hoch. Ja. So viel Leben das Ding, Alter. Schon zweimal drauf. Hast du Metallsperr? Ja. Den haben wir gemacht vor. Alter. Ich hab dann übrigens einen Pfeil für dich, Dominik. Oh! Sie. Was ist das für ein kleines Scheißding einfach? Tot! Ja, so. Aber ich kann es wieder nicht aufheben. Ich auch nicht. Wir brauchen den Aufheber. Mal weg. Na, das kann ich auch nicht. Na, Leierwanderer. Vielleicht kann man es auch gar nicht aufheben. Umsonst killt. Scheiß Viecher müssen wir züchten, oder? Da! Eine Gazelle! Ah, da hätten wir das, da hätten wir jetzt eine Wolle gebraucht, glaube ich, eine Schere. Ja, das kannst du scheren. Hey, wo ist es jetzt hin? Warum hilft eigentlich nicht? Wo hilfst du nicht eigentlich, Alex? Du bist so ein asozialer Würfel, der ist so loot, geil, dass er nicht hilft. Ich helfe ihm da bei dem scheiß Vogel. Warte. Das hilft auch so Deppertumatum. Eben, bevor ich dann wieder kein Loot geht, habe ich gedacht, ich lasse es. Na, da kriegst du fix was. Dominik, ich glaube, oder mal den Speer. Ja, hey, Watermelon. Watermelon gefunden. Die Pfeile, ja, meinte. Vielleicht ist. Da oben sind dann Bäume, ja, auf jeden Fall. War das urschnell, oder das Viech? Das sind urviele Bäume dann. Ja, was soll ich machen? Abbauen. Kümmere dich lieber da um das Alpaka, oder? Schau, dass du da. Das ist kein Alpaka. Kein Alpaka. Als Sieger. Alpaka, Alter. Ich verstehe das immer noch nicht. Das ist urschwer zum Treffen. Ja, immer wenn es zurückkommt und den gehen läuft, quasi, dann musst du hin. Oh, das ist ich habe halt, nichts mehr zum Helfen. Außer schlägt zu fix Scheißhaken. Ja. Weil das spezielle Zoom, Alex, eigentlich? Nein. Außer die roten Bären, die du nicht mitgenommen hast. Ja. Tag. Alter, wieder nichts. Vielleicht ist es verbuggt. Kann man weil den Vogel, könnten wir auch fast nicht. Da oben war eine, hey, da oben muss eine Kiste aber gewesen sein. Hab ich gesagt, aber es war nur Schrott und so. Klasse. Nichts Besonderes. Ja. Geil, ich dachte, wenn wir so auf eine Insel kommen, dass da. Händler ist oben. Ja. Ja, aber für den, da können wir immer noch nichts verkaufen. Stück Schaut? Ja, ja. Da fragen so komische Tiefseefische. Ah, die ganzen Fische, ja, okay. Aber vielleicht kann man den Vogel und das Alpaka gar nicht essen, sondern vielleicht ist das nur zum Scheren da. Vogel war er nicht, Alpaka. Wusste ich.
Aber man kann Rezepte auch kaufen. Weißt du ja. was? Aber ich wollte halt nicht, dass es wieder heißt, ich bin der Asoziale, der ist nicht killt. Habe es jetzt gekillt selber. Ohne deine Hilfe. Ich habe nichts mehr. Ich würde jetzt fast sagen, ich habe eine Kiste, Schere, aber ich habe keinen Bock. Echt? Eine Kiste um? Naja. Beim Händler. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man es totscheren kann noch. Naja, wie willst du das Leben scheren? Ja, beim Vorbeilaufen. Du kannst die fangen. Stimmt, ja. Ja. Vielleicht könnte man sich so eine Packe aufs Boot mitnehmen und dann halten. Die kannst du doch scheren. Dominik würfelt oder das Alpaka.